Hallo und herzlich willkommen zum Feed the Beast Let's Play. Das Let's Play, von dem ich viel zu viel aufnehme und dabei die anderen Let's Plays vernachlässige. Yay! Also, wir waren ja dabei, am Industrial Blast Furnace zu arbeiten. Der ist am Anfang echt eine harte Arbeit. Weil da braucht man stackweise Eisen und auch verdammt viel anderen Kram. Aber wir wollten uns jetzt erstmal nur auf die Maschine an sich beschränken. Die Cupronickel-Heating-Coils haben wir ja schon. Dann brauchen wir natürlich noch diese zwei Maschinen und den Advanced Machine Block. Alles drei braucht einen Advanced Machine Block. Und dafür haben wir jetzt Kohle pulverisiert. Und es ist sogar schon fertig. Den Kohlestaub können wir zu 16 Carbon Fiber machen, craften. Das zu Carbon Mesh. Und das kommt dann in den Kompressor. Der ist ziemlich lahm. Und da wird er auch eine Weile brauchen. Ansonsten brauchen wir ja noch für die Advanced Machine Blocks Advanced Alloys. Das hieße, wir bräuchten erstmal Bronze, wovon wir nur 5 haben. Wir brauchen aber 6. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal etwas extra. Also nicht nur einen Crafting-Vorgang, sondern mehrere. Ach super, wir haben hier sogar noch von beiden Staub. Das Verhältnis ist ja 3 Teile Kupfer, ein Teil Zinn. So sagt man das doch, oder? Ich glaube schon. Das heißt, 7 Kupfer dreimal und einmal 7 Zinn. Schon haben wir 14 Bronzestaub. Erstmal neue Kohle rein. Das tue ich da erstmal raus, damit die anderen Maschinen erstmal besser arbeiten können. Und ansonsten denke, ich mache dann mal kurz einen Hebel. Der kommt dahin. Wir haben jetzt echt nicht den Strom, um den ganzen Eisenstab hier zu verarbeiten. Erstmal will ich die Platten hier machen lassen und danach den Kompressor arbeiten lassen. Wenn sich dann wieder genug Energie angesammelt hat, dann können wir ja wieder anderen Kram machen. Sechs. Wir brauchen noch 6 weitere Refined-Alben, die machen wir jetzt doch sofort. Auch wenn dafür dann die Plate-Bending-Maschine auch noch hinterherhängt. Gut, Strommangel ist am Anfang eigentlich was ganz Normales. Wir haben ja weder genug Kohle, um mehr Generatoren zum Laufen zu bringen, noch haben wir überhaupt die Materialien für viele Generatoren. Wir haben ja noch nicht mal mehr Redstone. So, denke mal. Oh. Wieso sind die Blätter noch nicht verschwunden? Genau wegen solchen Skelettfällen hier habe ich die doch weggemacht.
wegmachen wollen. So eben verpackt, dass sie nicht despawnen. Oder aus irgendeinem Grund, sodass die nur dann verschwinden, wenn der ganze Baumholz leer ist. Ja, jetzt löst sich alles auf. Da ganz oben in der Ecke war ein Holzblock und schon löst sich das Ganze nicht auf. Okay. Die Baumsorte kannte ich aber auch noch nicht. Ich habe keine Ahnung, von welcher Mod die ist. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls lösen sich die Blätter weiter irgendwie komisch auf. Okay, die Fledermäuse auf der Karte zeigen schon, dass die Mining Turtle schon wieder weit genug gegraben hat, dass da was spawnen kann. Ja, da sind auch einige Monster auf der Karte. Sind wahrscheinlich alle da drin. Ja. Wieso hat die Mining Turtle angehalten? Schade, heute lief die Aufnahme so flüssig und so. Ich dachte, es gäbe keine Absturzprobleme mehr, aber es ist echt wieder abgestürzt in dem Moment, in dem die Creeper-Explosion kam. Ich verstehe echt nicht, wieso. Der hätte doch sterben müssen. Toll. Naja, dann eben nicht. Wieso hat die Mining Turtle aufgehört? Wie? Weil ich das Spiel zwischenzeitlich beendet habe, hat die aufgehört? Hat die echt aufgehört, nur weil ich das Spiel pausiert hatte? Also, wenn ja, dann ist das ja echt schlecht gemacht. Die können doch nicht abstürzen, nur weil man das Spiel pausiert. Naja, ich würde sagen, wir räumen hier erstmal auf. Gibt ja mehr als genug hier mitzunehmen. Da wir mehrmals gehen, würde ich sagen, schmeißen wir hier erstmal ein bisschen Kram hin, den wir bestimmt nicht brauchen. Dann noch mehr Kram, den wir nicht brauchen. Und ja, dann können wir eigentlich erstmal den Cobblestone mitnehmen. Die Kiste können wir leider nicht upgraden, weil das nächste Upgrade wäre eine Diamantkiste. Und die braucht logischerweise Diamanten. Wovon wir natürlich nicht genug haben. Das heißt, die Kiste können wir derzeit schlecht größer machen. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir das machen können, dass wir nicht so oft hin und her laufen müssen. Wie quaffelt die nochmal im Fass? Wird jetzt Zeit für das erste Fass. Ah, okay. Wo packen wir die Fässer hin? Mal hier hin. Da kommt Erde rein, da kommt Cobblestone rein. Diese Fässer, die sind ziemlich cool, die können bis zu 64 Stacks von einem Item halten. Also 64 mal 64 Items. Und wenn die ein Upgrade haben, was wir allerdings noch lange nicht machen können, das wird noch eine ganze Weile dauern,
Wenn die dieses Upgrade dann haben, dann können die 64 mal 64 mal 64 Stacks halten. Also dann kann ein Fass so viel halten wie 64 Fässer. Was ziemlich Hammer ist. So, aber wir haben jetzt erstmal ein anderes Problem. Ach nee, wir können ja noch was anderes, was wir machen können. Beziehungsweise nochmal dasselbe. Ach, lieber zwei. Und zwar, wenn wir da jetzt die Mining Turtle weiterarbeiten lassen, dann wäre es eigentlich ganz praktisch, wenn wir dafür sorgen, dass das mit den Items besser geht. Das heißt, ich mache erstmal einen Trichter. Wenn wir einen Trichter haben, dann können wir ja recht einfach dann können wir halt die Sachen aus der Kiste, wo die Mining Turtle das reinpackt, nach unten in eine zweite Kiste zum Beispiel verfrachten. Dann haben wir mehr Lagerplatz. Ach so, Ranch. Ja, dann brauchen wir halt noch die Kiste. Dann 8 Eisen. Ich glaube, Gold haben wir nicht genug. Und selbst wenn ich will das wenige Gold, das wir zahlen, nicht auch noch für eine Kiste ausgeben. Also bleibt das jetzt einfach eine Eisenkiste. Ach, schon wieder ordentlich Monster gespawnt, wie ich sehe. Ja, läuft. Die Fässer packe ich dann hier hin. Und dann packe ich erstmal das erste mit Cobblestone voll. 12 Stacks. 24 Stacks. 36 Stacks. Und 40,5 Stacks. Was für Kies wäre noch ganz gut. Haben wir hier eine Werkbank? Nee, okay, dann nicht. Ich dachte, wir hätten hier eine Werkbank gehabt, aber ich glaube, ich habe die woanders gemacht. Dann so, am besten noch ein Fass. Kies rein. Das kommt weg. Joa. Ach, dann packe ich hier irgendwie so eine Zwischenlagerkiste hin, statt die jetzt da drunter zu packen. Oder nee. Das hier ist so eine Zwischenlagerkiste, wo ich jetzt kurz die Sachen reinpacke. Die nehme ich dann gleich mit hoch. Und die packen wir dann gleich mit der hier nach unten. Ah, jetzt. Ach, die haben gewartet, bis ich außer Reichweite bin. Nett von denen. Ihr tötet euch schön. So, ganz easy.
Hier startet jetzt die Mining Turtle neu. Die Goldkiste kommt dahin. Eisenkiste da. Trichter dazwischen. Und Excavate 60. Oh, ich hätte die eins tiefer setzen sollen. Naja. Ach, der Creeper hat sogar Uranium rausgesprengt. Das ist ja nett. Naja, mit dem Erz hätte ich mehr anfangen können. So, dann bringen wir den Kram nach oben. Flattern fröhlich nach Hause. Den Kram packen wir mal alles hier rein, irgendwie. Ja, einfach rein erstmal. Minion Shard kommt da rein. Sechs Zinnplatten, sechs Bronzeplatten und sechs Refined Iron Platten. Die ordnen wir dann so an und kriegen Mixed Metal Ingots. Maschinenbrücke. Also insgesamt brauchen wir ja drei Advanced Machine Blocks und an den Erweiterungsteilen wird ja gerade gearbeitet. Meine Stimme versagt gerade. Super. Einen Augenblick. So, mal sehen, ob meine Stimme jetzt besser ist. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Wenn doch, dann gerne geschehen. Also der Kompressor, naja, das ist jetzt ein bisschen lahm. Da müssen wir jetzt leider ein bisschen warten. Aber daran lässt sich jetzt nichts ändern. Dann schauen wir mal kurz hier nach dem Feld, solange das da arbeitet. Ja, ich glaube, wir können das Feld jetzt ordentlich vergrößern. Mehr als doppelt so viele Samen. Die packe ich mal da rein, weil wir haben da gerade ohnehin so ein bisschen Energiemangel. Von daher will ich das jetzt nicht hier noch mehr strapazieren. Wir haben ja kaum noch Kohle. Ich glaube, die Engine verbraucht so lange Kohle, bis sie keine mehr hat. Also tue ich da die erstmal raus, weil da ist ja alles aufgeladen. So, zwei Maschinenblöcke können wir schon machen. Also zwei Advanced Machine Blocks. Und zwar macht man ja
Wie ging das? Ach, Kupfer. Haben wir keins. Toll. Hätten wir vielleicht mal früher nachschauen sollen, ob wir noch irgendwas anderes brauchen. Jetzt haben wir zwar die Advanced Machine Blocks, aber können wir nicht weitermachen. Die Blöcke sind übrigens ein schönes Dekorationsmittel, aber auch ein relativ teures. Haben wir denn gar kein Kupfer mehr? Nicht ein einzelnes. Alles leer. Naja, dann ist das halt so. Der Generator verbraucht weiter am Montag und fleißig die Kohle. Ach, wir brauchen ja noch ein bisschen Redstone. Ich glaube, Moment. Das haben wir. Die drei haben wir jetzt gleich auch. Das heißt, wir brauchen vier Redstone. Super. Es scheitert an vier Redstone. Das ist ja echt toll. Ups. Verrutscht. Was kam und ach so. So, ja, so. So, so. So, 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 so. Und jetzt wählen auf die zwei Schaltkreise. Dafür brauchen wir 12 Gummi. Ironplatten. Dann noch, komm schon, mach schneller. Sechs Kupfer und vier Redstone, die wir nicht haben. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich mal kurz in Höhlen gehen. Also aufs Trip meinetwegen machen. Wir haben da ja so einen kleinen Gang angefangen. Und wenn wir eh keine Höhle finden, dann können wir da doch reingehen, oder? Wäre doch eine Idee. Nicht unbedingt eine gute, aber es ist eine. Nur leider ein weiter Weg nach unten. Ach, auf der Karte ist eine Villa angezeigt. Oder ich glaube, das ist eine Schlucht. Wo ist die? Ups. Okay, gefunden. Schwert haben wir keins. Das ist ja auch super.
hätte Spitzhacke nehmen können, dann wäre es schneller gegangen, den zu töten. Aber dafür hätten wir dann die keine Spitzhacke mehr. Okay, schnell etwas Kohle sammeln. Und tot. Wollte ich jetzt eigentlich nicht auf diese Weise machen, aber gut. Bäh. Du bist bitte mal ganz ruhig. Danke. Deswegen suche ich mir ungern Höhlen. Weil dann landet man direkt mittendrin und es ist alles ein bisschen schwierig, weil von allen Seiten Monster kommen. Was zur Hölle ist hier los? Zombie-Apokalypse oder was?